Der nächste Fall führt das Rettungsteam um Einsatzleiter Oliver Dreyer in einen Wildpark. Dort hat ein Tier einen Unfall verursacht. Leitstelle Köln, mein Name ist Eva Ferner. Es ist ein Mädchen verletzt worden, blutüberströmt, von dem Esel getreten worden. Und Frau Ferner, bleiben Sie ganz ruhig. Wo sind Sie? Im Tierpark Lindenthal bin ich. Die Rettungskräfte sind unterwegs, bleiben Sie ruhig. Bitte schnell, danke. Die Sanitäter entdecken das verletzte Mädchen neben einem Huftiergehege auf einer Bank. Der Esel scheint die Neunjährige mitten ins Gesicht getroffen zu haben. Hallo. Also ich habe den Notarzt gerufen. Ich war vorhin nur Tierfutter kaufen. Okay. Und als ich wiederkam, lag sie im Gehege und ich habe sie versucht rauszuzerren und den Esel auch wegzuschieben. Ja. Ist auch nicht meine Tochter, ist die Tochter von meiner besten Freundin. Lass sie nicht einmal. Ja. Nimmst du den sie sind Kopf? Wer? Sind hier irgendwie Tierpfleger oder so? Ich bin der Besitzer des Tiergeheges. Okay. Hallo. Ich kam dazu und dann war alles schon geschehen. Wie heißt du denn? Sie also wissen gar nicht, was passiert ist. Okay. Ja, Nick. Ich bin der Oliver. Ja? Weißt du, was passiert ist? Ja, okay. Als wir eingetroffen sind, haben wir ein junges Mädchen vorgefunden, was auf der Bank lag, mit Gesichtsverletzungen, aber glücklicherweise noch ansprechbar und auch mit eigenständiger Atmung. Nicht nur die kleine Patientin ist Opfer des Eselangriffs geworden. Auch ihre Begleiterin, die im sechsten Monat schwanger ist, wurde attackiert. Oh ja, was haben Sie denn gemacht? Ja, die riechen ein bisschen komisch, ne? Ich habe versucht, den Esel wegzuschubsen. Und da hat sie gebissen? Oh, oh Gott. Okay. Ich kann kein Blut sehen. Nee, alles gut, gucken Sie weg. Okay. Doc? Jetzt sagst du mir mal bitte. Doc? Erstmal locker. Passen Sie auf. Bleiben Sie mal. Geht alles gut? Ja. Gucken Sie mich an am besten. Nur alles okay? Das. Darf ich einmal das Gesicht fühlen? Guck mich mal an. Guck mich mal. Du musst. Warte, lass den Kopf. Lass mal den Kopf locker, ganz locker lassen. So. Ganz, ja. So, weiter. Wollen wir nochmal locker? Lass mal, ich hab den Kopf. Da okay. Kann nichts passieren. Okay. So. Okay. So, ja, Nick, so schieben wir das mal ganz rein. Ich fühle nur hier und mal. Bei Gesichts- und Kopfverletzungen hat man natürlich primär erstmal das Gehirn, was dahinter sitzt, was geschädigt werden kann. Und am Mund beginnen die Atemwege. Und wer nicht atmen kann, wird auch irgendwann nicht mehr leben. Also von daher hat man die Gefahr einmal an der Gehirnschädigung und Verlegung der Atemwege. Geh mal ganz ruhig. Ich höre mal einmal eben auf die Lunge. Ganz locker lassen, ganz locker. Ganz lassen. Nicht erschrecken. So, ich halte sie. Sie toleriert einfach nicht. Stephanie, nicht, den muss ich festhalten. Okay. Das ist jetzt nicht so tief, aber es ist natürlich ein Biss. Ne? Wissen Sie, ob Sie gegen Tetanus oder irgendwas keine geimpft Ahnung. Sind? Ich weiß es nicht, wann meine letzte Tetanus-Impfung gewesen ist. Keine Ahnung. Okay. Ich lege da mal so eine Kompresse drauf, damit Sie das nicht so sehen. So. Doc, wir haben ja noch einen Eselbiss bei ihr, ne? Wo, bei ihr? Bei ja. Ihr? Ja. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Mach mir erstmal das Kind. Dass der Sohn der schwangeren Frau etwas Wichtiges verheimlicht, merkt in der Aufregung niemand. Zu sehr sind die Rettungskräfte mit seiner verletzten Klassenkameradin beschäftigt. Ich mache hier nur einen Clip dran. Ein bisschen Überwachung ist nicht verkehrt. Rest machen wir im Auto, dann kommst du von der harten Bank runter. So, bleibst du einmal da? Ich denke mal. Was ist mit ihr? Ein Eselbiss. Okay. Genau, nicht hingucken. Ich fühle einmal. Knochen scheint aber intakt zu sein. Können Sie die Finger einmal bewegen? Ich mache das wieder zu, ne? Drücken Sie einmal in meine Hand rein. Nee, okay. Ja. Haben Sie Tetanusschutz? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Schwanger sind Sie? Sechster Monat, ja. Mutterschaftspass? Habe ich in der Handtasche. Okay. Zweiten RTW bestellen, bitte. Ich verbinde das mal eben. Wir nehmen Sie mit in die Klinik. Das Gefährliche bei Tierbissen ist einmal die Verbreitung von Tollwut und auch die Gefahr einer Tetanus. Deswegen sollte man Tierbisse immer ärztlich untersuchen lassen. In dem Fall kommt noch die Schwangerschaft dazu, weil man sich beim Tierbiss auch nicht nur Infektionen, sondern auch einen Schock einhandeln kann. Und da sollte dann auch immer mal ein Gynäkologe hinterher auf das Kind hören. Wir packen dich jetzt auf die Trage ins warme Auto, okay? Und dann machen wir alles drin weiter, ja? Ich will die hier von den Leuten runter haben. So, hier ist die Snack. Dreh die Trage. Und jetzt kannst du so ablegen. Snack toleriert sie nicht, ne? Nee. Toleriert sie nicht. Okay. Wir haben kein A-Problem, kein B-Problem. C-Problem sieht gut aus, haben wir auch nicht. Bleib liegen. Passt ein bisschen auf deinen Hals auf. Ja, das andere machen wir jetzt im Auto, okay? Dann lass uns im Auto gleich. EKG, ja. Sättigung, Blutdruck. Also eben. Ja, dann mache ich noch mal genauer. Ist bequemer, ist besser jetzt hier als auf der harten Bank. Genau, okay. Wir machen das jetzt. Ne? Das Mädchen, was vom Esel getreten wurde, wirkte natürlich auf den ersten Blick sehr agil, wehrte sich auch jeder Maßnahme. Kann eine Schocksymptomatik sein.
Deswegen war die Erstversorgung sehr unorthodox. Wir konnten kein Stiffneck anlegen, weil sich dagegen gewehrt hat. Muss man bei Kindern halt drauf eingehen. Nun soll der Unfallhergang noch einmal genau rekonstruiert werden. Über die Frage, ob der Esel aggressiv war, herrscht Uneinigkeit. Können Sie mir dann kurz erklären, was passiert ist? Also die Jamila und Jannik waren im Gehege wohl drin und dann ist Jamila wohl vom Esel getreten worden. Im Gehege? Im Gehege, ja. Von dem Esel. Und daraufhin habe ich Jamila halt aus dem Gehege geholt. Okay, also Sie waren quasi im Gehege, haben die Kleine aus dem Gehege rausgeholt. Genau, aber richtig. Die Tiere nicht aggressiv. Nee, du kannst auch die Kindertasche mitnehmen. Das sieht ja ganz anders aus. Naja, Bertus lebt schon 12 Jahre hier, da ist noch nie was vorgefallen. Darf ich einmal unterbrechen, ganz kurz? Sie brauchen ein bisschen Ruhe, ja, also bitte nicht aufregen. Und zu Ihnen, tut mir leid. Beruhigen Sie sich, alles gut. Ja? Wenn die Tiere vorschriftsgemäß geimpft sind oder sonst irgendwas, kann mal passieren. Das ist jetzt eine Unglückssache, ja? Da müssen wir uns nicht drüber streiten. Die Impfung verhindert eine Infektion durch den Eselbiss. Dessen Tritt kann aber lebensgefährliche Kopfverletzungen bei dem Mädchen verursacht haben. Im RTW konnte ich ihr einen Zugang legen. Sie wurde dann ein bisschen ruhiger, nachdem ich ihr ein Schmerzmittel gegeben habe. Ich habe mir die Gesichtsknochen angeguckt, habe die abgetastet, Pupillenreaktionen, also die gesamte Erstdiagnostik vom Schädel durchgeführt und habe dann entschlossen, dass wir sie so schnellstmöglich in die Klinik kriegen, um dort Röntgenaufnahmen oder CT-Aufnahmen vom Kopf machen zu lassen. Kurz nacheinander werden die beiden Patientinnen in die Klinik am Südring gebracht. Dort sollen die Verletzungen durch den Angriff des Esels genau untersucht werden. Sowohl die Oma des Mädchens als auch die Mutter sind inzwischen in der Notaufnahme. Im Schockraum wartet schon Ärztin Debbie Fischer. Hallo, Debbie. Hallo. Wir bringen Doppelpack. Ja, Doppel. Sie war schneller. Ja, das zweite Stück dazugehört. Es kam in unserer Notaufnahme kurz hintereinander zwei Patientinnen. Das eine war eine erwachsene Frau, die in der 24. Woche schwanger war. Die hatte einen Biss, eine Bisswunde am Unterarm. Und das andere war ein 9-jähriges Kind. Und das hatte eine Prellmarke zusammen mit einer Verletzung im Gesicht. Hi, mein Schatz, wie heißt du denn? Jamila. Jamila heißt du? Ich heiße Debbie. Guck mal, das ist die Steffi und wir zwei kümmern uns jetzt. Aber das brauche ich leider, wenn ich dir noch Medikamente geben muss, okay? Magst du rüberkommen zu mir? Ich halte das mal so ein bisschen fest. Ja, super. Hey. Das Allerwichtigste ist die Anamnese, wenn man so eine Kopfverletzung vorliegen hat. Das heißt, lag Bewusstlosigkeit vor? Ja, nein. Das wurde verneint. Der Notarzt hat mir übergeben, dass Jamila die ganze Zeit wach und ansprechbar war. Ich habe auch noch in die Pupillen geleuchtet. Die haben beidseits reagiert. Das heißt, es ist nicht von einer ernsthaften Schädel-Hirn-Verletzung auszugehen. Auch Debbie Fischer weiß noch nicht, wie es zu dem Unfall kam. Zuerst will sie abklären, ob eine Fraktur des Kieferknochens vorliegt. Die besorgte Mutter erwartet mit Schrecken die Diagnose der Ärztin. Das ist okay, dann scheint das nur hier zu sein. Wir haben aber trotzdem gleich zur Sicherheit röntgen. Ja, okay. Na, aber ich würde sagen, das hier müssen wir auf jeden Fall nähen. Und was ist jetzt passiert? Wo ist denn die Mama? Soll ich mal röntgen anmelden? Da ist die Mama. Hi. Hallo. Ich kann es sonst auch machen, Steffi. Mein Schatz, was hast du denn für Sachen? Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ist nichts Schlimmes. Ist sie gut? Ja, gucken Sie mal. Jetzt haben wir sie durchgecheckt. Sie hat hier vorne die kleine Platzwunde. Zur Sicherheit röntgen wir noch. Aber das scheint nur alles gut gegangen zu sein. Der Kollege hat gesagt, ein Esel hat getreten. Ja, ich habe auch. Ja. Was machst du denn? Hast du den Esel geärgert? Und wie ist das denn passiert, mein Schatz? Weißt du gar nicht so genau, ha? Ja. Was ist passiert, Eva? Ich weiß es nicht wirklich, Sarah, genau. Ich weiß nur, dass sie im Gehege gelegen hat und von dem Esel getreten worden ist. Und mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Warum gehst du denn so da so Tier dran? Kannst du sowas nicht machen, wenn ich nicht dabei bin? Ist das da so ein Streichelzoo? Das war so ein Streichelzoo gewesen, genau, wo man die Tiere auch streicheln kann. Ja, das sind das normale Tiere, kann in die treten. Ja, da haben wir jetzt mal Pech gehabt, aber du hast ja noch Glück im Unglück gehabt. Und die doofen Dinger sind auch weg. Ich mach dir das da ganz schön, dann kannst du auch wieder an der Mietzwei teilen. Ist das okay? Aber bleib hier in der Nähe, ich kann sie da beruhigen. Wir haben das jetzt nicht so schlimm. Wir werden sie gleich zum Röntgen schicken. Ne? Und dann gucke ich noch mal ganz kurz, aber es sieht nicht so aus, als wäre irgendwas kaputt. Das ist nur aufgeplatzt. Während ich noch mit der Behandlung Jamila beschäftigt war, erklang plötzlich ein Scheppern aus unserem zweiten Behandlungsraum. Natürlich kann ich so ein Kind nicht alleine lassen, deswegen habe ich die Schwester gebeten zu gucken, habe mich allerdings schon gewundert, was denn da jetzt wohl kaputt gegangen ist und warum. Oh, was ist denn jetzt passiert? Scherben überall. Geht's dir gut? Ja. Hast du am Finger wehgetan? Ja. Eieiei, oh, dann verbinden wir das mal. Willst du dich mal eben da oben drauf hocken? Ja. Geht das? Ja.
Ja. Okay, pass auf, ich hole mir mal eben Handschuhe. Weil sich die Schwester auf die Versorgung der Wunde konzentriert, bemerkt sie zunächst nicht, was der Junge angestellt hat. Wir machen ein kleines Pflaster drauf, okay. Ja. Das ist aber alles okay, glaube ich. Gisela, genau, kannst du vielleicht einmal, hier ist irgendwie, glaube ich, irgendwie ein Reagenzglas oder irgendwas kaputt gegangen. Vielleicht magst du es einmal wegmachen. Sieht man kaum. Nee, es ist aber so ganz feinsplittrig hier. Schwester Johanna Johansson ahnt schon, was wirklich im Tierpark geschehen ist. Wollen wir mal rübergehen? Ja. Nicht, dass hier gleich noch mehr zu Bruch geht? Ja. Okay, pass auf. Komm, dann gehen wir mal rüber, Janik. Hast denn du deine Hand? Mhm. Ah? So. Den Janik wieder mitgebracht. Ein paar Scherben kaputt gegangen. Wieso hast du denn eine Schleuder mit? Sag mal. Wieso hast du deine Schleuder heute mitgenommen? Keine Ahnung. Was ist denn passiert? Also, wieso ist denn die mit? Ich habe doch gesagt, dass sie zu Hause bleiben soll, dieses blöde Ding. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Was ist denn genau passiert heute? Janik. Was hast du denn dem Mann mit der Schleuder gemacht, Janik? Genau. Geflitscht. Was du hast genau. Das war das Klurren. Ich glaube, oder? Kann das sein? Komm mal hier zu mir. Du einmal geschossen mit der Schleuder bei uns im Raum. Was ist denn passiert heute? Na, du bist mir ja eine Marke. Keine Ahnung. Was ist wirklich passiert im Tierpark? Keine Ahnung. Hast du zufälligerweise mit der Schleuder irgendwo geschossen? Ich wollte das alles nicht. Ich wollte die Jamila hat gesagt, dass die Schleuder blöd ist, so richtig blöd. Und dann habe ich, dann wollte ich ihr beweisen, dass sie was kann und habe aus Versehen damit den Esel getroffen. Oh mein Gott, okay. Okay, jetzt machen wir alles hin. Ich hatte mich schon ein bisschen gewundert. Das klären wir heute Abend in Ruhe zu Hause, Janik, okay? Ja. Es ist jetzt erstmal, es ist gut, dass alles aufgeklärt ist, aber den Rest klären wir heute Abend zu Hause, okay? Ja, aber bitte sagt Papa noch nichts davon. Ich muss mit Papa darüber sprechen, Süßer. Ja, den Rest klären wir heute Abend, okay? Ja. Okay. Also eigentlich hast du ja Glück gehabt, ist ja alles nur mal mit dem blauen Auge davon gegangen. Aber wenn so ein Esel tritt, ja, je nachdem wie der Huf einen erwischt, da kann man sogar dran sterben. Also tu mir bitte den Gefallen, nicht auf Menschen schießen, bitte nicht auf Tiere. Wenn ein Huftier, egal ob nun ein Esel, ein Kamel oder ein Pferd, vor einen Kopf tritt, kann das sehr gefährlich sein und sogar tödlich. Die meisten Verletzungen im Hobbysport passieren tatsächlich bei Reitunfällen, wo Kinder unbeabsichtigt vom Pferd getreten werden. Lass ich jetzt auch sein. Ja, finde ich gut. Ja. Also, wenn du wirklich beweisen willst, wie toll so ein Ding ist, dann macht man sich einen Strohballen irgendwo ganz abgetrennt, wo keiner in der Nähe ist, okay? Ja. Na, Gott sei Dank. Meine Güte, sind ja alle noch mal mit dem blauen Auge davongekommen. Also, ich muss ja echt sagen. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Ich habe das jetzt grob abgeklebt. Jetzt sehr nicht gut. Rein, nur dass wir zum Röntgen-Steril transportieren können. Ne? Gut, und dann werden wir gleich nähen, ist kein Problem. Alles klar. Okay, Jamila, ist das in Ordnung für dich? Da haben wir ja jetzt rausgefunden, was los ist. Kriegen wir wieder hin, Mama. Naja, okay? Ich weiß nicht, ja, gut, ein bisschen Verschnitt ist immer, aber das sind halt Kinder. Ich meine, Janik ist ja noch nicht so alt. Es stellte sich heraus, dass Janik mit seiner Flitsche auf den Esel gezielt hat. Der hat natürlich verständlicherweise nach dieser Bedrohung getreten und das Mädchen stand eben aus Versehen im Weg. Wir sind eigentlich froh, dass es trotzdem noch so gut ausgegangen ist. Und ich glaube, Janik hat jetzt wirklich verstanden, dass man weder auf Menschen noch auf Tiere schießt. Bei Ihnen ist es ja soweit in Ordnung. Der Tetanusschutz ist ja auch okay. Wir haben die Wunde jetzt versorgt. Ich würde Sie bitten, morgen noch mal kommen, damit wir das noch einmal kontrollieren. Oder der Hausarzt. Aber da muss man nachschauen und kühlen Sie bitte heute noch. Und bei dir haben wir ja schon gesagt, nicht auf Menschen, nicht auf Tiere, okay? Alles klar. Aber sonst hast du dir nichts getan, oder? Nichts. Außer das hier, da habe ich, aber das... Ich glaube, damit kommst du durch, auch wenn du ein Junge bist. Versprochen. Die Platzwunde des Mädchens wurde genäht, eine Fraktur des Kiefers konnte schnell ausgeschlossen werden. Die kleine Patientin blieb ein paar Tage zur Beobachtung in der Klinik und durfte dann wieder nach Hause. Auch der Eselbiss ihrer Begleiterin blieb ohne Folgen.